Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dark Souls, ihr Lieben. Und in der letzten Folge haben wir Finstersonne Wendelin erschlagen, die ja eigentlich die Leaderin von irgendeinem Clan ist. Und ich muss gestehen, dass mir nicht so ganz klar ist, ob die Clan-Zugehörigkeit eine große Auswirkung auf das Spiel hat, außer beim Online-Spiel. Ich weiß nicht, wenn man denen vielleicht 1000 Sachen darbietet, könnte es vielleicht sein, dass man dann irgendwelche Vergünstigungen kriegt, aber... Ja, ich weiß es nicht. Im Augenblick sind wir, genau, die Wache der Prinzessin. Und wir werden jetzt, ich habe einen neuen Zauberei-Slot. Wo habe ich denn den her? Achso, ich glaube, weil ich den Ring anhab, oder? Ja, genau. Da kriege ich einen neuen, aber den will ich ja eigentlich gar nicht. Ich nehme wieder meinen, komm, Ring des bösen Auges. Der gefällt mir einfach ganz gut. So, und nun, ihr Lieben, denke ich, dass wir in ein weiteres optionales Gebiet gehen. Das erreichen wir quasi vom Sumpf der Schandstadt aus. Und da werde ich jetzt hingehen. Genau. So, also dann mal gucken, wo wir da landen können. Finstermondgrab. Tochter des Chaos. Ich glaube, von hier aus. Dann können wir auch nochmal diesem Chaos-Clan beitreten. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Und der muss mir aber halt Menschlichkeit geben. Menschlichkeit darbieten. Redest du jetzt mit uns oder immer noch nicht? Nein, sie redet nicht mit uns. Ja, wir haben keine Estus-Flakon, ich weiß. Ja, sie spricht leider nicht mit uns. Das ist schade. Und wir leisten wieder diesen Eid. Ja. Der gefällt mir eigentlich gut. Da können wir Menschlichkeit darbieten. Aber wir haben nicht so viel Menschlichkeit. Und du redest immer noch nicht mit uns. Okay, dann sprechen wir mal. Verlassen, genau. Menschlichkeit haben wir noch nicht so viel. Die brauche ich sicherlich noch. Mit dir rede ich jetzt. Was kann man denn bei dir kaufen? Gar nichts. Prüf die Liste der Diener der Töchter des Clans. Ausrüstung umwandeln? Ach, bei dir kann ich auch Pyro, genau. There is nothing to say to you, except if you lay a hand. Ich tue dem holden Fräulein nichts, versprochen. Okay, dann verlassen wir mal. So, jetzt muss ich kurz gucken, wie es bei uns mit Gift aussieht. Wenn wir zuallererst mal unser schönes Blutschild nehmen. Wie sieht es denn aus mit unserer Giftresistenz? Jetzt habe ich den Helm wieder rausgemacht. Symbol der Gier. Echt. So, unsere Giftresistenz. Können wir die verbessern? Wenn wir jetzt wieder im Gift rumrennen. Schäbige Kopf. Ja, die können wir mal anziehen. Paladin-Rüstung 28, da geht bestimmt mehr. Schwarze Lederrüstung ist auch nicht schlecht. Da geht mehr. 61, schäbige Stoffrobe. Und wie sehen wir aus? Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, wenn ich es mir so recht überlege. Wir gehen jetzt mal so, weil wir müssen zurück zum Sumpf. Ich hoffe, ich finde den Weg gleich. Ich glaube, das geht irgendwie da hoch. Da gibt es nämlich noch eine versteckte Wand. Da sind nämlich zwei versteckte Wände hintereinander. Eine haben wir gefunden. Aber da nochmal zu schlagen, auf die Idee bin ich echt nicht gekommen. Jetzt geht es also zurück durch Quelaks Sphäre. Und irgendwo im hinteren Bereich, wir könnten ein paar große Scherben vielleicht farmen. Kommt es mir mal gerade so. Bei diesen komischen Würmern. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir eh da sind. Genau, ihr erinnert euch vielleicht, wir sind da ja einen Baumstamm hochgelaufen. Und haben da eine versteckte Wand gefunden, hinter der eine Kiste war. Und hinter der Kiste ist eine Wand, die kann man auch einschlagen. Und dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Nein, euch lasse ich in Ruhe. Mit euch mache ich nichts mehr. Ihr seid infiziert mit Parasiten.
Aber wenn ich es richtig gelesen habe, haben die sich freiwillig infizieren lassen? Ja. Ach so, jetzt sind ja wieder diese Steinwerfer da. Ich glaube, die umgehen wohl elegant. Oder? Genau, die umgehen wir elegant, die Steinwerfer. Da stehen sie. Nee, euch will ich jetzt nicht. Wir rennen da einfach weiter und gehen in das Gebiet. Ja, mit der Vergiftung, mit der Geschwindigkeit, es geht einigermaßen. Es muss irgendwo da hinten sein. Da sind dann auch diese lustigen kleinen Würmer, die eventuell große Scherben droppen. Und irgendetwas sagt mir, ich solle einen anderen Ring anziehen, und zwar unseren beliebten verrosteten Eisenring. Damit kommen wir hier nämlich viel besser klar und können viel schneller rennen. Ich hoffe mal, ich finde das jetzt gleich. Es war irgendwo da hinten und da sind auch schon die ersten Feinde. Aber ich will jetzt diese Würmer haben und dann dieses Ding wieder finden. Uch, da kommen die Moskitos schon wieder. Blöde Viecher. Vielleicht haben wir Glück und wir finden ein paar. Da, genau. Da sind diese komischen Würmer. Die eben auch große Scherben droppen können. Vielleicht haben wir Glück. Schade, nein. Oh, da kommen schon wieder Moskitos angeflogen. Na komm. Schön, wenn man die mit einem Schlag fertig hat. So, diese Richtung irgendwie, oder? Wo waren die denn, die ganzen Würmer? Da hinten rum. Oder? Irgendwo wart ihr doch. Das war in der Nähe von diesem Baumstamm, den man hochlaufen kann. Wir gucken eine Runde rum, weil so ein paar große Scherben fände ich ziemlich cool. Ach, da ist ja das Zwiebelmännekieken oder Sieglinde. Die tauchen doch echt überall auf. Hallo? Na, Vater oder so? Oder Tochter? Oh, und er schläft. Das ist der Paps. Und? Wachst du auf? Der taucht echt überall auf, der Typ. Warst in Gedanken versunken? Ja, das. Schon wieder mal in der Klemme. But I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask. But can you spare a few scraps of moss? Na klar. Fantastic. Gerne. Thank you. A saint you are. This knight of Katharina expresses his deepest gratitude. I shall not forget. Wir haben deine Tochter getroffen. Please, take this. A symbol of my appreciation. Spießschild. Oh, nicht schlecht. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this too is the will of Lord Gwyn. Ja, wer weiß. Und natürlich steckt er in Schwierigkeiten. Wie kann es bei ihm auch anders sein? Das würde ich ihm gerne sagen, dass ich seine Tochter gesehen habe. Poison swamp, like quicksand in there. Sonst noch was? Poison, nein. Like quicksand in there. Okay, gut, so. Wir gehen mal gucken, ob wir ein paar große Scherben kriegen. Oh ja, die Vergiftung ist hier ja, glaube ich, nicht so schnell. Aber droppt mir doch was. Ich habe so viel Menschlichkeit, hey. Droppt mir trotzdem nichts. Ihr seid eklig und wenn ihr mir nichts droppt, seid ihr noch viel ekliger, dann seid ihr kaum zu ertragen. So, jetzt muss ich mal eine Runde rumgucken. Wo war dieser Baumstumpf? Da müssen wir einen Baumstumpf hochlaufen. Das ist schon irgendwo so die Richtung, glaube ich. Tschüss, Zwiebelmännekieken. Da hat es noch mehr von den Viechern.
Bitte, ich hätte gerne eine große Scherbe von dir. Ja, wenn man sich's wünscht, gibt's nix. Das ist eine Nachricht. Versuch's mit Distanzkampf. Ja, gibt mir auch so, wenn ihr mal ein Flakon. Genau, da waren so viele. Genau. Da wird doch wohl jetzt irgendeiner sein, der mir. Die zu treffen ist gar nicht so easy. Jetzt. Jetzt schießen wir die einfach mal ab. Vielleicht droppt mir irgendjemand eine große Scherbe. Sieht mir aber nicht so aus. Wartet mal. Haben wir nicht noch einen Ring, der das verbessern könnte? Warte mal, was haben wir jetzt an Wahrscheinlichkeit? Beutehäufigkeit 180. Und wenn wir jetzt diesen Ring nehmen, mal gucken. Was haben wir dann? Beutehäufigkeit 380. Ja, das ist deutlich mehr. Oder? Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Weil ihr habt große Scherben. Ja, sieht so aus. Als hättest du mir was gedroppt. Das ist fein. Super. Die Ringe bringen echt was. Das ist nämlich deutlich mehr als nur die Menschlichkeit. Du bist schon tot. Dich. Du hast mir auch was gedroppt? Ja, fein. Dann lass mal doch den Ring mal ein bisschen an, oder? Da sollte man fast noch mal eine Runde übernachten. Naja, nicht übernachten, sondern rasten. Jetzt aber. Hab dich. So, zwei haben was gedroppt, finde ich schon. Achso, jetzt bin ich nicht so schnell. Ach, da ist noch einer. Wechsel mal die Waffe. Wenn du mir eine große Scherbe gibst, ist alles gut. Ich sollte auch treffen, oder? Das wäre hilfreich. Naja, gut, okay. Aber die beiden anderen? Ach, doch bloß eine? Nein, komm, du hast mir doch auch was gedroppt hier, oder? Große Scherbe. Ja, ich bin vergiftet, ich weiß. Noch eine große Scherbe? Yes. Komm, dich erschlage ich auch noch. Große Scherbe für meine einer. Dankeschön. Komm schon. Ne, schade. Okay. Ich glaube, ich ziehe wieder den anderen Ring an. Aber das bringt echt gewaltig was. Okay, und jetzt haben wir hier, glaube ich, alle erschlagen. Jetzt gehen wir diesen Dings suchen. Diesen Baumstampf. Baumstampf. Baumstumpf. Da können wir irgendwo hochlaufen, ich weiß das. Wo war das? Wo war das? Irgendwo hier war das. Ist es dieser da? Ich weiß es gar nicht. Wo es Zwiebelmännchen steht? Nein, der war es nicht. Aber da drüben irgendwo. Komm schon. Ja, da ist er. Jetzt habe ich natürlich den falschen Ring an. Ah, doch. Trotzdem was will. Oh, grüne Scherbe. 5 Stück. Auch nicht schlecht. Okay, und heil mal lieber. Haben wir denn irgendwo... Na, da habe ich den Wanderfluch drin. Aber ich will da nicht hin. Da tun wir jetzt mal lieber die Moosklumpen rein. Komm mal her. Wo sind die Moosklumpen? Ja. Da konnten wir leicht ein paar abgeben. Ja, genau. So. Ups, jetzt rennen wir da hoch. Gehen in diese Kammer, wo die Kiste ist. Und dann klopfen wir nochmal gegen die Wand. Und dann gucken wir, wo wir landen. Genau.
Genau, das war, hier war eine versteckte Wand, so. Und dahinter, wer kommt denn auf die Idee, ist noch eine. Wusch. Und da gehen wir jetzt rein, Leute. Guck mal, was uns erwartet. Die große Leere. Runterklettern? Wo klettern wir mal runter? Oh, da ist irgendwas runtergefallen. 400 Punkte gekriegt. Oder zu Tode gekommen. Leuchtfeuer entzünden. Dann entzünden wir das Leuchtfeuer mal. Werden die Ausrüstung reparieren. Und ziehen wieder, glaube ich, unsere Paladin-Rüstung an. Paladin, der Blechhelm. Paladin-Helm, wo bist du? Hallo. Helm der Gunst. Nee, wir hatten ja. Mal gucken, wie sieht es aus? Wir hatten ja den anderen an. Nee, ich mag nicht. Das Gesicht so ganz verdeckt will ich nicht. Wir nehmen einfach wieder. Die gefällt mir einfach gut. Komm her. Ah, die Maske, genau. So, und hier ziehen wir jetzt Kristallrüstung. Guck mal an, die hat aber auch ordentlich Werte. Aber vermutlich wird sie bald kaputt gehen. Mal kurz gucken. Wie siehst du aus? Nein, never ever will ich so aussehen. Wir nehmen Paladin-Rüstung. Genau. Wo bist du? Schwarzer Goldsaum. Das gefällt mir auch gut. Wo ist meine Paladins-Rüstung? Die gefällt mir einfach gut. Das ist okay hier. So. Jetzt, wo geht's da runter? Das kann ja heiter werden. Ich sehe mich doch schon ständig da runterfallen, oder? Oh mein Gott. Die große Leere stellt mich schon gleich wieder auf eine Probe. Da werde ich doch ständig runterfallen. Okay, wir versuchen es einfach mal. Lauf mal los. Boah. Bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Da können wir weiter, oder? Können wir da weiter? Da können wir weiter. Machen wir das mal. Okay, ja. Das ist nicht besonders weit. Also dann hier, oder? Oh, da leuchtet's. Oh, wie komme ich denn da hin? Da leuchtet's auch. Ach du Scheiße, Leute. Ah, nicht runterfallen. Wenn ich hier runterfalle, dann weiß ich nicht mehr, wo ich runtergefallen bin, glaube ich. Ich mach mal lieber langsam. Kann ich mich da runterfallen lassen? Aber wo ist denn jetzt das Item? Ach, scheiße. Wo ist das Item? Da drüben ist ein Item. Und hier könnte man, aber da ist nichts, oder? Ist da was? Da scheint es nicht weiterzugehen. Ja, dann hüpfen wir jetzt darunter. Und holen uns hier. Da drüben ist noch ein Item. Grauer Brocken. Ach du Scheiße. Seht ihr, was ich sehe? Frösche. Verfluchende Frösche. Na, wie viel brauchst du denn? Wo kommt der jetzt? Kommt der über mich? Ich weiß es nicht. Können wir da runter hüpfen? Ich versuch's. Oh, ich höre ihn.
Seele eines Soldaten, her damit. Ach du Scheiße, da ist jemand verflucht worden. Ich sehe nichts. Ich sehe aber so gar nichts. Uah. Und gleich mal auf unsere Fluchresistenz gucken. Noch einer. Oh, ich hasse euch. Okay, dich haben wir. Alles klar. So, wir gleich mal nach der Fluchresistenz gucken. Na, warte mal, wir gucken erstmal, ob da nicht noch irgendwo einer ist. Gott sei Dank haben wir dieses Schild. Oh, noch ein Item. Wie komme ich denn da hin? Oh mein Gott. Wie komme ich da hin? Irgendwie so gar nicht, glaube ich. So, wir müssen mal gucken, wie es mit unserer Fluchresistenz aussieht. Oh. 20. Geht noch mehr. 22. Der Paladin-Helm. Ja, aber der sieht scheußlich aus. Okay, das scheint nach dem Paladin-Helm schon das Beste zu sein, was geht. Ja, Paladin-Rüstung. 67. Geht da mehr? Ich glaube nicht, oder? Wir gucken mal. Ich glaube nicht, das ist schon verdammt hoch. Ja, wunderbar, dann haben wir ja... Sag mal, diese Paladin-Rüstung ist echt nicht schlecht. Die hat, glaube ich, bloß eine Schwäche bei Feuer. Na, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ja, bei Magie ist sie nicht so hoch. Und bei Blitz. Okay. Das wird hier ähnlich sein. Ja, ich lasse das. Ich lasse das an. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt aber erstmal weiter gucken hier. Da geht es irgendwie weiter. Kann ich da auch weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir nehmen den Weg da, der ist mir sicherer. Und ist auch ein Item. Oh Gott. Ich sag euch, wenn ich da runterstürze, weiß ich nachher nicht mehr, wo meine Seelen sind. Wobei das Problem für mich ja nicht die Seelen sind, sondern eher... Geht's da weiter? Das ist zu steil, oder? Ja, ich glaube. Komme ich da nach oben an dieses Item? Mal gucken. Wo bin ich jetzt? Waren wir hier nicht schon gerade vorhin? Ja, okay. Also das macht jetzt keinen Sinn. Also wieder runter. Spannend. Ah, ich mag das, neue Gebiete entdecken. Das macht Spaß in dem Spiel hier. Nicht rutschen, nicht rutschen. Aber wie man an dieses eine Item da kommen soll. Ist man gerade... Oh, da. Ist hier was? Eine Höhle. Geht's da hoch? Ist das ein hohler Baumstamm oder was ist das? Ja, also zumindest geht's hier nicht weiter. Gut, dann gehen wir jetzt mal einfach weiter nach unten. Da bin ich doch schon runtergehüpft, genau. Ja, genau, jetzt sind wir hier. Wie komme ich jetzt weiter? Da geht's weiter. Da geht's weiter nach unten. Tendenziell müssen wir ja nach unten, von oben kommen wir ja, okay. Oh, da geht es aber ganz schön tief runter. Da geht es nicht weiter. Geht es da nicht weiter? Hallo? Da geht es nicht weiter. Ja, und jetzt? Oh, shit. Wie komme ich hier jetzt weiter? Nur mal so gefragt. Ja, da waren wir gerade. Wie komme ich da? Puh. Darum? Das kann heiter werden. Das sieht mir auch nicht so aus. Ah, ich falle.
Kann ich mich da runterfallen lassen? Ich weiß es nicht, ey. Oh Mann. Oh, da! Schildkröte. Seht ihr, ist das eine Schildkröte? Kann ich nicht... na, das ist mir zu gefährlich. Da fliege ich runter. Und außerdem kann ich doch hier den Winkel sowieso wieder nicht hinkriegen. Muss ich da jetzt runterhüpfen? Ich hüpfe da jetzt todesmutig runter. Okay. Das hat zumindest mal geklappt. Komm, ich will Funkeltitanit. Jetzt ist es schon weg. Ja, das war mir klar. Machen wir nicht genug Schaden? Schade. Wie komme ich denn da hin? Na gut, das nützt jetzt auch nichts mehr. Mit dem Bogen die Dinger zu holen, macht also keinen Sinn. So, hier geht es jetzt nicht weiter. Oh, da waren doch irgendwo Items. Na, die sind jetzt alle irgendwo wahrscheinlich über mir. Na gut, was wir nicht kriegen, kriegen wir halt nicht. Ich bin froh, wenn ich hier lebend durchkomme. Ja, da geht es auch nicht weiter. Muss ich da wieder hüpfen? Was anderes fällt mir nicht ein. Ich mache das jetzt einfach. Da sind die Items halt weg. Da höre ich schon wieder so diese blöden Frösche. Da sind wir vorhin rumgelaufen und kamen nicht weiter, oder? Um den Baumsturm. Oh, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, hey. Gut zu wissen. Wie komme ich da jetzt hin? Ja. Tendenziell gar nicht. Kann ich darüber hüpfen? Oder darunter? Oh, Leute, Leute, Leute. It's not my business here. Kann ich mich da runterfallen lassen? Das sieht gefährlich aus. Ich versuch's. Okay, so weit wollte ich gar nicht. Wie komme ich denn an diese Leiter? Oh Gott, das sieht aus wie Sackgasse hier. Ja, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ja, das war mir klar, dass das Fallschaden gibt. Komme ich von da aus irgendwie an die Leiter? Nein. Scheiße. Okay. Ganz trockenen Mund vor Aufregung. Okay, also dann hier runterhüpfen. Oh, das war knapp. Da kommen wir zumindest an Item. Jetzt sehe ich schon die Leiter wieder nicht. Wo war die Leiter denn jetzt? Blauer Brocken, wo ist denn die? Da ist die Leiter. Ja, jetzt sind wir schon viel zu hoch oder zu tief. Und offensichtlich auch schon fast unten. Komme ich da jetzt weiter? Wie komme ich denn da runter? Nein, da komme ich da weiter? Nein, da komme ich nicht weiter. Shit. Da komme ich nicht weiter. Scheiße, muss ich mich jetzt da runterfallen lassen? Oh, oh, dann heilen wir lieber mal. Das gibt Fallschaden, da bin ich sicher. Na gut, wenn wir runterfallen, wissen wir zumindest, dass die Seelen unten sind. Tja, habe ich mich ins Aus manövriert. Oder kann ich da drüber hüpfen? Aber ich kann runterfallen. Oh! Gleich mal totschlagen. Ah! Nein, 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 raus hier, Frau Hawk, und heil dich. Scheiße, da sind diese Viecher. Wo bist du jetzt? Da höre ich noch welche. Warte mal, kann man hier? Okay. Da hat es auch eine Leiter. Ich höre doch, gerade noch eins gehört. Mal lieber rumgucken. Okay, da ist die Leiter nach oben. Ah, wunderbar. Die können wir dann mal ausprobieren. Du bist tot. Du wackelst doch so, dass man denkt, du lebst noch.
Dafür, dass sie so gefährlich sind, geben die wenig Punkte, aber ich höre euch doch noch. Ah, okay, da kann man auch runterfallen. Keins mehr da. Doch, Mann, du bist das Tote. Lag da nicht irgendwo ein Item zum Kuckuck? Ach, da oben liegt's. Aha, okay. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal die Leiter jetzt hochgehen. Wir kommen zwar von oben, aber ich will trotzdem gucken, wo die hinführt. Wo ist sie denn jetzt, die Leiter? Da kann man noch runterfallen. Wahrscheinlich sind die da unten, die ich noch höre. Ich habe doch gerade die Leiter gesehen. Sag mal, habe ich Halluzinationen? Da ist sie. Die gehen wir mal hoch. Ich will wissen, was da oben los ist. Wo wir da hinkommen. Vielleicht kommen wir da in irgendwelche Gänge, wo wir dann mal wirklich eine von den Schildkröten erschlagen können, weil Funkeltitanit wäre schon fein. Geht's weiter nach oben? Komme ich da ganz nach oben? Ich will wissen, wo wir da hinkommen. Dann können wir wieder nach unten klettern. Wo kommen wir da hin? Tja, viel weiter kommen wir nicht. Da hört die Leiter auf. Also müssen wir wohl doch nach unten. Also gehen wir wieder runter. Okay, irgendwas ist gestorben. Also diese B-Taste muss ich mehrfach klicken, damit das tut. Ist die Leiter vielleicht da, damit man an die Items kommt? Das könnte sein. Ne, wir gehen jetzt nach unten. Wir nehmen die Leiter nach unten. Genau. Wo war die? Irgendwo hier. Hallo. Da unten ist auch so ein Gebiet. Lauter Wurzelwerk. Und da höre ich diese Viecher. Da ist die Leiter. Alles klar. Oh! Na. Bitte stirb. Okay. Und dann geht es noch weiter runter. Oh. Oh Gott, wo bin ich gelandet, Leute? Waren das jetzt alle oder ist da noch irgendwo einer? Da ist noch einer. Gut, dass wir gut gegen Fluch geschützt sind. Das Item holen wir uns jetzt. Ich glaube, das waren alle. Ich höre auch keine mehr. Wobei das immer nichts heißen will. Wo ist da noch irgendwo eine Leiter? Soweit ich sehen kann, nicht. Okay, dann tappen wir jetzt einfach mal weiter. Nach unten. Stürzen die da ab? Und da unten hockt auch noch eins. Oh, die können auch hier hocken. Das ist nicht schön. Da gibt's Beute. Wie kommt man denn da hin? It's a mystery, echt. Hm. Also ich laufe jetzt mal gemächlich darunter. Da scheinen wir unten. Was ist denn das da unten? Weiß nicht. Da ist so ein Vieh. Das erschlagen wir jetzt gleich am besten. Möglichst ohne runterzufallen. Du bist schon tot. Wieso bist du tot? Bist du einer von den Punktelieferanten? Was ist das hier? Oh, Pilze! Oh! Mein Gott. Du schlägst mich gleich wieder, ich weiß das. Oh, nee, meine Angstgegner.
Aber vielleicht droppen sie mir ein bisschen. Die schreien gar nicht. Oh Mann, hier hat's Pilze. Oh, Leute. Ach, das ist umgefallen. Die können echt was ab, die Viecher. Geben kaum Punkte. Ich weiß nicht, ob ich die... Da ist liegt Loot. Na gut, hier komme ich nicht weiter, also muss ich wohl da lang. Wo ist denn jetzt das Loot? Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von weiter oben, oder? Ich versuch's mal. Ich will mich da runterfallen lassen irgendwo, vermute ich mal. Da ist es. Okay. Karo Brocken. Wunderbar. Wie geht's jetzt weiter? Oh oh. Da trippelt was. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Da runter? Da geht's wieder nach oben. Wahrscheinlich. Irgendwas trippelt hier. Oh, kleiner Pilz, großer Pilz. Wenn der große kommt, hüpfe ich da runter. Scheiße, da ist noch einer. Ah, Hilfe. Hilfe. Oh, lauter große. Nein, ich komme hier nicht weg. Heil dich, heil dich, heil dich. Sie heilt sich nicht. Scheiße, diese blöden Pilze. Ich halt's nicht aus, ey. Ich hasse die Viecher. Oh Mann, ey. Voll reingehüpft. Oh no. No, no, no. Oh, Leute. Wie unfassbar lästig. Wie unfassbar lästig. Okay. Aber ich denke, dabei belassen wir es für heute auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und jetzt drückt die Daumen, dass wir unser Zeug wieder kriegen. Wobei es mir weniger um die Seelen als vielmehr um die 5-mal Menschlichkeit geht. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!